und Harald Stephan, Justizsprecher der FPÖ, ist am Wort. Sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, an sich war ich heute sehr froh über die Art der Diskussion, denn es taucht ja dann schnell einmal der Vorwurf auf, wenn man gegen einen derartigen Antrag stimmt, dass man deswegen vielleicht den Grundkonsens nicht mittragen würde. Und daher melde ich mich ausdrücklich noch einmal zu Wort. Wir tragen den Grundkonsens in dieser Republik, Antisemitismus zu bekämpfen, hundertprozentig mit. Wir sind auch mit vielen der hier, vor allem mit dem dargestellten Ziel und auch mit einigen dieser dargestellten Maßnahmen durchaus zufrieden und unterstützen sie auch. Es ist aber etwas, was wir schade finden, dass man hier Dinge hineinverpackt, von denen man weiß, dass wir als FPÖ sie nicht mittragen. Und dass die Diskussion über Hate Speech und über die Einschränkungen, die potenziellen Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Internet, durch die Probleme, die dort auftreten, die in Wirklichkeit nicht punktgenau darauf hinzielen, Antisemitismus zu verhindern, sondern in Wirklichkeit dazu führen, dass insgesamt Meinungsfreiheit auch gerade im Internet sehr stark beschränkt wird. Darüber haben wir lange diskutiert und das ist hier leider auch unter diesem Bericht versteckt worden. Es gibt auch ein neues System, das hier verpackt wird, das Flag-System, wo Polizisten jetzt bei ihren Amtshandlungen feststellen sollen, ob etwas antisemitisch ist. Ich glaube, das ist einfach, da müssen wir aufpassen, ob wir da nicht übers Ziel hinausschießen und auch Dinge machen, die in Wirklichkeit so nicht funktionieren. Aber was mich am meisten stört, und deswegen habe ich mich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet, es ist jetzt diese neue Geschichte, jene Personen, die sich gegen die Maßnahmen der Regierung, aus welchen Gründen auch immer, und unseres Erachtens sind das wirklich Gründe, die faktisch auf dem Tisch liegen, die den Lockdown ablehnen, wie er jetzt durchgeführt, die der Meinung sind, dass wir hier nicht verhältnismäßig agieren, die verzweifelt sind, Kinder, die psychisch belastet sind, Menschen, die ihre Existenz verlieren, alte Menschen, die ihre Sozialkontakte gerne wieder hätten und vieles, vieles mehr, dass solche Menschen auf die Straße gehen, und zwar mittlerweile zigtausende. Und dass hier dazu als großes Gegenargument immer verwendet wird, dass hier einzelne Extremisten mitmarschieren und das für ihre Zwecke verwenden wollen. Natürlich, dass diese Personen machen das gerne, die gehen dorthin, das sind ziemlich wenige, aber die Berichterstattung wird auf sie fokussiert. Das heißt, alle, die hier das so hervorkehren, machen in Wirklichkeit das Geschäft dieser Extremisten. Die laden ja darauf, sie gehen ja dorthin, um gesehen zu werden und dass man sie über sie berichtet. Und in Wirklichkeit werden so viele Menschen, die dorthin gehen und die aus sehr guten Gründen dorthin gehen, in Geiselhaft genommen. Ich habe selbst jüdische Freunde, die mitmarschiert sind vor wenigen Wochen, die auch gesagt haben, wie kann das sein, dass ich jetzt hier so quasi denunziert werde als Antisemit oder Teilnahme einer antisemitischen Veranstaltung. Das ist ein Unsinn. Wir verurteilen dort bei den Veranstaltungen, wenn Antisemitismus auftritt und wenn Geschmacklosigkeiten auftreten und so weiter, das genauso wie zu allen anderen Zeitpunkten auch. Das ist zu verurteilen. Da heißt es auch, da halten wir auch deswegen jetzt nicht den Mund oder sonst was. Aber Sie tun jetzt gerade so, als würde Antisemitismus jetzt dort das Hauptproblem sein. Dort sind 40.000 Menschen auf der Straße und vielleicht sind 100, 200, 300, keine Ahnung, davon, die sich so äußern, wie Sie das sagen. Also jetzt diese Verhältnismäßigkeit und worauf legen Sie den Fokus? Auf diese wenigen Personen. Also bitte, das halte ich schon allein für die Menschen, die dorthin gehen, aus gutem Grund, für völlig falsch. Und ich finde es wichtig, dass man das immer wieder betont, dass hier Menschen mit einem guten Gefühl und nicht aus Hass oder sonst was, sondern weil sie Sorge um ihre eigene Existenz haben, weil sie der Meinung sind, dass hier Dinge passieren, die ihre Grundrechte total beschädigen, dass diese Menschen hier nicht so schlecht gemacht werden. Passen Sie bitte darauf auf. Und ich fürchte, es kommt immer wieder. Und jetzt noch eine Bemerkung zu Ihnen, Frau Magister Deckenbacher. Also Sie sind, habe ich jetzt gehört, Pädagogin. Also so von oben herab, wie Sie mit unserer Kollegin Belakovic hier sprechen. Ich hoffe, Sie haben das in Ihrem Beruf nicht so gemacht. Harald Stephan war das von der FPÖ.